Wusstet ihr, dass Wasserkraft weltweit die größte erneuerbare Energiequelle ist? Wasserkraft erzeugt mehr Strom als Wind- oder Solarenergie. Und, mega krasser Fakt, aktuell noch mehr als Wind und Solar zusammen. Das würden wahrscheinlich die wenigsten vermuten, denn hier in Deutschland stammen nur etwa 3% unserer Energie aus Wasserkraft. Weltweit ist es aber mehr als das Fünffache. Und das liegt an den geografischen Gegebenheiten. In Brasilien oder Norwegen ist Wasserkraft das Rückgrat der Energieversorgung. Und auch China baut Wasserkraft gerade extrem aus. Dort steht das größte Kraftwerk der Welt. Die Drei-Schluchten-Talsperre könnte etwa 15% des deutschen Bedarfs decken. Und das ist super. Immerhin ist Wasserkraft klimaneutral und erneuerbar. Oder? Nun, tatsächlich jein. Wasserkraft ist natürlich besser als Strom aus Kohle oder Gas, aber warum sie trotzdem nicht hundertprozentig ökologisch nachhaltig ist und sogar Treibhausgase ausstößt, darum geht es in diesem Video. Einer der großen Vorteile von Wasserkraft ist, dass man Wasser speichern kann, indem man es aufstaut. Das geht mit Wind und Sonnenlicht in diesem Ausmaß nicht. Mit Wasser kann man also flexibel Strom erzeugen. Man muss nicht auf Sonne oder Wind hoffen, sondern nur die Schleusen aufmachen und das Wasser durch die Turbine schicken. Denn die treibt einen Generator an, der die kinetische Energie des Wassers in elektrische umsetzt. Nach diesem Grundprinzip funktionieren alle Wasserkraftwerke. Allerdings gibt es da verschiedene Typen, die sich im Detail unterscheiden. In Deutschland werden Laufwasserkraftwerke eingesetzt, die zwar Wasser kurzfristig stauen, aber auch immer noch eine gewisse Menge Wasser durchlassen. Vor allem in anderen Ländern gibt es aber auch Speicherkraftwerke, die Wasser in teils riesigen Stauseen speichern. Dazu gehören erstens Pumpspeicherkraftwerke, die Wasser bei Stromüberschuss nach oben pumpen und es zu Spitzenzeiten wieder herunterfließen lassen, um Strom zu erzeugen. Und zweitens gibt es Stauwasserkraftwerke, die dafür einfach einen Fluss aufstauen. Einfach einen Fluss aufstauen. Ist für Menschen vielleicht cool, wenn sie dafür Strom oder Trinkwasser bekommen, für manche Lebewesen im Fluss aber leider gar nicht. Manche Fischarten wandern im Laufe ihres Lebens. Sie leben im Meer, laichen aber in den Quellgebieten der Flüsse oder umgekehrt. Lachse werden zum Beispiel in den Alpen geboren, leben dann in der Nordsee und im Atlantik und reisen für die Fortpflanzung wieder in ihre Heimat. Aber nicht nur Lachse, viele Fische im Fluss brauchen im Laufe ihres Lebens die vielen verschiedenen Lebensräume, die Flüsse bieten. Zum Beispiel unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten oder Untergründe. Sie müssen sich also frei bewegen können, um zu überleben. Und das wird durch Dämme verhindert. Runter geht es für Fische oft nur durch die Turbine, wobei sie sich verletzen und sterben können. Salmon. In einer globalen Untersuchung wurde festgestellt, dass dabei durchschnittlich mehr als jeder fünfte Fisch stirbt. Das ist aber nach Turbinentyp, Fischart und Standort sehr unterschiedlich. Für den Weg nach oben gibt es verschiedene Ideen. Von Fischtreppen über Aufzüge bis hin zu dieser, Achtung, kein Scherz, Lachskanone. Leider finden trotz solcher genialen Erfindungen viele Fische ihren Weg nicht. Und das in beide Richtungen. Sich hunderte von Becken einer Fischtreppe hochzukämpfen oder den schmalen Eingang für einen Aufzug zu finden, das schaffen einfach nicht alle. An reinen Trinkwassertalsperren gibt es oft gar keinen Fischaufstieg. So ein Staudamm verändert Ökosysteme also von Grund auf. Stauseen haben eine viel niedrigere Fließgeschwindigkeit, als der Fluss an der Stelle hätte. Das beeinflusst die Arten, die dort leben. Das Wasser wärmt sich leichter auf, wird weniger durchmischt und dynamische Systeme werden zu statischen. Und damit kommen wir zum wahrscheinlich größten Problem von Wasserkraft und Stauseen. Aber vorher noch ein ganz kurzer Hinweis, eben weil Ökosysteme auf der ganzen Welt in Gefahr sind, gibt es das Naturschutzteam Planet Wild. Wenn ihr also selbst keine Zeit habt, um persönlich etwas für den Naturschutz zu tun, dann bekommt ihr am Ende des Videos die Chance, die Leute kostenlos zu unterstützen, die das hauptberuflich tun. Wenn ein Reservoir aufgestaut wird, wird dabei ein komplettes Tal überschwemmt mit allem, was da drin ist. Wälder, Böden, manchmal ganze Dörfer. Und alles Organische darin bietet Einzellern Futter und wird von ihnen zersetzt. Ein Teil dieser Prozesse ist aerob, also unter Sauerstoffeinfluss. Dabei wird CO2 emittiert. Das passiert vor allem kurz nach der Entstehung eines Reservoirs und ist nicht so schlimm, weil das CO2 eh aus dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf stammt und nicht von außen hinzugefügt wird, wie zum Beispiel beim Verbrennen von fossilen Rohstoffen. Wenn aber besonders viele Nährstoffe in einem See sind, dann wird der Sauerstoff durch diese Prozesse aufgebraucht. Und dann müssen die Bakterien auf andere, anaerobe Prozesse umstellen. Dabei wird kein CO2 freigesetzt, sondern Methan. Und das ist auf 20 Jahre betrachtet etwa 80 Mal so klimaschädlich wie CO2.
und auch über 100 Jahre gesehen noch immerhin etwa 30 Mal so schädlich. Dadurch ist der Boden nach einiger Zeit von Methan und anderen Gasblasen durchlöchert, die irgendwann nach oben blubbern und dort ihre klimaschädigende Wirkung entfalten. Und das passiert bei tausenden Wasserkraftwerken weltweit. Allein seit dem Jahr 2000 wurden nochmal 10.000 neue Kraftwerke gebaut. Okay. Und wie groß ist dieser Effekt? Nun, das ist leider nicht so leicht zu sagen, denn je nach Klimazone, Region und Größe des Reservoirs werden unterschiedlich viele Treibhausgase ausgestoßen. In tropischen und subtropischen Gebieten entsteht zum Beispiel, auf die Oberfläche der Stauseen gerechnet, deutlich mehr Methan als in gemäßigten Zonen. In einigen Einzelfällen, und ganz wichtig, das sind Einzelfälle, entstehen pro Kilowattstunde sogar mehr klimaschädliche Emissionen als bei Strom aus fossilen Energieträgern. Glücklicherweise wissen wir das nicht erst seit gestern, sondern schon seit fast 20 Jahren und deswegen werden viele Reservoirs inzwischen kleiner gebaut und die Täler vor der Überschwemmung gerodet. Dadurch entstehen nämlich weniger Methanemissionen. Das wird es bei neuen Kraftwerken also wahrscheinlich so nicht mehr geben. Im Normalfall liegen die Emissionen auch deutlich niedriger. Aber die Beispiele zeigen, dass jedes Reservoir für sich betrachtet werden muss und dass es noch Forschungsbedarf gibt. Expertinnen und Experten schätzen, dass alle Stauseen zusammen für etwa 5% des menschengemachten Methans verantwortlich sind. Und weil das so viel klimaschädlicher ist als CO2, heizen Reservoirs die Atmosphäre mehr auf als der gesamte internationale Schiffsverkehr. Zumindest auf 20 Jahre betrachtet. Auf 100 Jahre gesehen ist der Effekt etwas kleiner, weil Methan dann ja nur noch 30 Mal so schädlich ist wie CO2. Man könnte jetzt denken, dass irgendwann alles abgebaut ist und deshalb kein neues Methan mehr entsteht. Aber nein, der Fluss spült ständig neue Biomasse an, die sich im Stausee absetzt und wieder anaerob abgebaut wird. Und das wärmere Wasser im Stausee fördert das Algenwachstum. Es entsteht also auch im Reservoir selbst nochmal Biomasse. Daran ist natürlich nicht direkt die Wasserkraft schuld, aber in einem intakten Fluss wäre die Biomasse aerob zersetzt worden und damit wäre eben kein Methan entstanden. Und das ist noch nicht einmal alles. Die Biomasse ist Teil vom Sediment, also Steinchen, Sand, Schlamm. Eben alles, was sich so am Boden ablagert. Und da kommen wir zu einem weiteren Problem. Ein Fluss lagert immer etwa so viel Sediment ab, wie er gleichzeitig auswäscht. Es ist ein ausbalanciertes System. Wenn man jetzt aber Dämme baut, dann kann der Fluss das Sediment nicht mehr weiter transportieren. Die Folgen? Der Stausee füllt sich mit Sedimenten an und kann deshalb immer weniger Wasser speichern. Global gesehen schrumpft deshalb das kombinierte Volumen aller Stauseen, obwohl jedes Jahr neue Reservoirs gebaut werden. Krass, oder? Und wenn wir im Stausee zu viel Sediment haben, dann haben wir unterhalb zu wenig. Der Fluss trägt dort Sedimente ab, liefert aber keine neuen nach. So wird das Flussbett immer tiefer. Das Problem setzt sich dann bis an die Deltas fort, wo die Flüsse ins Meer münden. Das Meer trägt das Land dort weiter ab, ohne dass neue Sedimente nachgeliefert werden. So verschwinden mit der Zeit die Deltas mit ihren wertvollen Ökosystemen. Das kann man schon lange mit Satellitenbildern sehen, wie hier zum Beispiel am Delta des Rio São Francisco, wo sogar ein Dorf verschwunden ist. Wir sehen das aber auch im Ebro-Delta oder im Mississippi River Delta. Okay, fassen wir das mal kurz zusammen. Stauseen sammeln Sedimente an, wodurch im weiteren Flusslauf bis hin zum Meer das gesamte Ökosystem geschädigt oder sogar zerstört wird. Und zusätzlich sinkt durch die Sedimente auch noch stetig die Speicherkapazität. Stauseen sammeln aber auch Biomasse an. Dadurch entsteht klimaschädliches Methan, was in einem normalen Fluss nicht entstanden wäre. Trotzdem sind Wasserkraftwerke in den allermeisten Fällen fürs Klima besser als fossile Kraftwerke. Stichwort Klima: In Zukunft werden große Niederschläge in kurzer Zeit wahrscheinlicher. Das heißt auch, dass Dämme schlagartig mehr Wasser aufhalten müssen. Bei der Flutkatastrophe in Libyen, bei der letztes Jahr mehr als 11.000 Menschen gestorben sind, sind zwei Dämme gebrochen. Sie wurden zwar lange nicht gewartet, aber wahrscheinlich hätten sie auch in einem guten Zustand nicht standhalten können. In Deutschland ist so ein Unglück eher unwahrscheinlich, aber weltweit können Dämme auf jeden Fall ein Sicherheitsrisiko bergen. Okay, zurück zu den Sedimenten. Warum nehmen wir nicht das Sediment und schieben es woanders hin? Das geht und es gibt gleich mehrere Ideen dafür. Zum einen kann man Stauseen ausbaggern, aber das ist aufwendig und teuer. Außerdem muss man das ausgebaggerte Sediment deponieren, weil der Fluss nicht mit der plötzlichen Sedimentflut klarkommen würde. Natürlich wird dabei auch alles an Treibhausgasen freigesetzt, was noch irgendwo gespeichert ist. Beim sogenannten Spülen wird schnell viel Wasser aus dem Reservoir abgelassen.
Dadurch wird auch ein Teil des Sediments ausgespült. Wirklich frei ist das Reservoir dadurch aber nicht. Und für den Fluss unterhalb ist die Sedimentmenge trotzdem viel zu groß, weil das ausgespülte Sediment sich ja über Monate und Jahre angesammelt hat. Letzter Vorschlag: einfach noch einen Staudamm oberhalb bauen, um das Sediment dort abzufangen. Auch das wird heute gemacht, ist aber nicht wirklich nachhaltig und verschiebt das Problem ja einfach nur. Aber es gibt Lösungen, bei denen das Sediment Stück für Stück in den Unterlauf eingebracht wird. In Echtzeit wird analysiert, wie viel Sediment der Fluss gerade verträgt, und genau diese Menge wird dann flussabwärts gepumpt. Leider wird das noch nicht flächendeckend umgesetzt. Okay, was können wir jetzt daraus mitnehmen? Erstens, Sedimente sind eines der größten Probleme von Wasserkraft. Die Emissionen, die dadurch entstehen, sind erstmal unsichtbar, betreffen uns aber alle. Und dass sich die Stauseen stetig mit Sediment füllen, geschieht halt unter der Oberfläche und ist daher leicht zu ignorieren. Zweitens, wir brauchen Dämme. Und das übrigens längst nicht nur für die Stromproduktion. In den letzten Jahrhunderten wurde so viel in den natürlichen Lauf von Flüssen eingegriffen, dass wir Dämme nicht einfach abbauen können. In den USA sind 97% aller Dämme aus anderen Gründen entstanden. Für die Landwirtschaft, zum Schutz vor Überschwemmungen oder einfach zur Erholung. Und das sind natürlich tendenziell kleinere Bauten, aber trotzdem sind sie ökologisch relevant. Und der dritte Takeaway: trotz allem ist die Wasserkraft weniger klimaschädlich als Erdgas, Kohle oder Öl. Sie hat Nachteile, ja, wie übrigens aber auch Photovoltaik oder Windenergie, aber sie ist und bleibt eben auch ein unverzichtbarer Teil der erneuerbaren Energien. Weltweit gesehen sogar der größte. Und damit ist Wasserkraft auch unverzichtbar für die Energiewende. Die Antwort auf all diese Probleme sollte nicht sein, Wasserkraft nicht mehr zu nutzen, sondern sie so sozial und umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Und genau dabei kann Planet Wild helfen. Das ist ein Team aus Menschen, das sich jeden Monat eine neue Mission zum Schutz von Tierarten und ihren Lebensräumen überlegt. Finanziert werden die immer aufwendigeren Missionen von einer stetig wachsenden Community, die von zu Hause etwas für den Erhalt von Ökosystemen tun will. Und weil Ökosysteme durch unser industrialisiertes Leben unter enormen Stress geraten, ist diese Arbeit wichtiger denn je. Diesen Monat haben sie beispielsweise eine Stromtrasse in der Schweiz renaturiert. Natürlich ist der Transport von Strom wichtig, aber dadurch werden eben auch Wälder abgeholzt. Und genau dagegen geht Planet Wild vor. Eine Mitgliedschaft bei Planet Wild könnt ihr auch erstmal ohne Risiko ausprobieren. Dafür gibt es noch einen weiteren Link unten in der Videobeschreibung. Die ersten 500 Dr. Watson-Zuschauer, die sich darüber anmelden, bekommen nämlich ihren ersten Monat kostenfrei gestellt. Was euer Beitrag in der Natur bewegt, das seht ihr dann immer am 15. des Folgemonats in einem neuen Planet Wild Video. Und falls es euch doch nicht gefällt, dann könnt ihr natürlich jederzeit kündigen. Bitte probiert es also definitiv mal aus, denn es hilft der Natur und kostet euch erstmal gar nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung und bleibt neugierig, euer Cedric.